Wir haben alle unsere Gründe, um verrückte, waghalsige Dinge im Leben zu tun. Aber wenn Liebe der Grund ist, dann ist es vielleicht nicht ganz so verrückt. Denn die Menschen glauben an die Liebe. Und jetzt gerade ist sie das Einzige, was mich am Leben hält. Clyde is about a young American who lives in Germany. And he works for a very notorious gangster played by Ben Kingsley. Das ist ziemlich großes Auto, die in Amerika. Wie viele Autos du hast geklaut? Keine Ahnung, wohl eins zu viel. You see him meet Felicity Jones' character Juliet. Hey, ich hab's amtlich gemacht. Danke. Was? Ich hab's gerade amtlich gemacht. Ich hab meinen Job geschmissen. Jetzt hast du keine Ausrede mehr, dich nicht mit mir zu treffen. Ist das dein Ernst? Absolut. Falls head over heels in love with her, but she says that, you know, the job he's got, which isn't really technically very legal, he shouldn't be doing and she won't go out with him while she's doing it. Komm schon, ein Date, das ist alles, was ich will. Eine Nierentransplantation ist die einzige Lösung. Es gibt einen Weg, das Geld aufzutreiben. She then finds out that she is dying of kidney failure. So he goes back working for this criminal gangster. By stealing off one of the biggest drug lords in Germany, played by Sir Anthony Hopkins. Geschäftsmann, Drogenhändler, der über Leichen geht. Im Laster befinden sich über 110 Kubikmeter Golfbälle voller Kokain. Du bringst ihn zu mir, dann gibt es Geld. Ich hasse Schmerz und ich hasse Folter, aber das überlasse ich meinen Freunden hier. It's got two Oscar-winning actors in it. It's got Felicity Jones and Nick Holt, two great up-and-coming young actors of their generation. Ist nachgelaufen, tut mir leid. I am nothing. I am nothing. You. Why should they go buy a ticket? It's a fun movie. It's entertaining. It's got a very pure place where the story is told from. You know, it's a love story, but then that kicks into quite an action movie. And it's just a very good, fun Friday night movie. And I think that people should go out and see it. Ich liebe diesen Song. Ist das gefährlich? Was ist das für eine Frage? Natürlich ist das gefährlich. Bastarde!